Halt, halt, halt. Der Reihe nach. Es war Freitagabend und ich wollte mein sauer Erspartes in Isabels neues Album investieren. Da erreichte mich eine anonyme Mail. Der gleiche Song kostenlos? Ob Isabel davon wusste? Deine Ratgeberin für alle Lebenslügen? Isabel hatte keine Ahnung, dass jemand ihren Song geklaut und illegal zum Download ins Netz gestellt hatte. Aber wer war dieser jemand? Wer war... Morlock. In der Schule wagte es niemand, Morlock Junior auch nur schief anzugucken. Den letzten Lehrer, der es versucht hat, sah man nie wieder. Dieser Morlock verdiente kräftig an den Werbeeinblendungen. Und Isabel ging leer aus. Was können wir daraus lernen? Erstens, Augen auf bei kostenlosen Angeboten. Es gibt großartige kostenlose Angebote im Netz, aber schaut genau hin, von wem. Zweitens, alle Dinge haben ihren Wert. Wenn dir etwas wertvoll erscheint, warum solltest du nicht dafür bezahlen? Und drittens, sollte dir so etwas mit deinem geistigen Eigentum passieren, wende dich an jemanden, der weiß, was zu tun ist. Sie werden mich sehr bald kennenlernen.